Hallo ihr Lieben, es ist schon mal wieder Nachmittag, also der Tag hat früh angefangen, ich habe viel Hausarbeit geschafft und hatte auch schon Besuch und habe auch schon gebacken, aber ich dachte mir, ich hatte heute richtig Lust, euch abends nochmal mitzunehmen, denn ja, ich war eben nochmal ganz kurz einkaufen und habe so ein paar Kleinigkeiten besorgt und muss gleich Essen machen, denn es ist schon Viertel vor fünf, also hier ist nichts Spannendes, sondern ein bisschen Kiwi-Salat, Toast und, na, wie heißen die? Kartoffeln. Ha, das war das Wort. Genau. Es ist Viertel vor fünf und Nils hat ja nachher um fünf Feierabend. Also zu Hause ist so 20 nach fünf, halb sechs. Muss ich natürlich mit dem Essen angefangen haben. Beziehungsweise bestmöglich bin ich dann schon fertig. Es gibt heute, habe ich mir überlegt, Kartoffelpüree, Sauerkraut und Würstchen. Richtig Lust zu. Und Kartoffelpüree habe ich ja jetzt schon mal gemacht. Ohne Salz. Heute machen wir es mit Salz. Und den Rest habe ich noch nicht gemacht, aber das kriegen wir schon hin. Ne? Also so mit Fleisch kenne ich mich ja aus nach 6-7 Jahren Meckes. Irgendwie sollte ich diese Würstchen hinkriegen und Sauerkraut kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich glaube, das ist schon fertig gekocht. Ich hoffe. Bitte, bitte, bitte. Ja, aber jetzt geht's erstmal los. Und bevor ihr fragt, habe ich eben gerade vergessen, ich habe natürlich wieder diesen leckeren Mandelkuchen gemacht. Video mit dem Rezept dazu verlinke ich euch jetzt einmal oben auf dem i. Müsst ihr unbedingt nachmachen, der ist so schnell, so einfach gemacht wie kein anderer Kuchen. Ja, und bevor ich mich jetzt ans Kochen mache, noch eine Sache hierzu, ne? Weil ihr mich ja jetzt so oft mit Zuhnhaaren gesehen habt oder Streuseligen, wollte ich gerade sagen, kruseligen Haaren, was auch immer. Ich bin so mega froh, wenn die Friseure wieder aufmachen. Ich habe mir die Verlängerung ja jetzt machen lassen am 25. November. Und da sagte sie, es hält 3 bis 4 Monate. Und das ist jetzt Dezember, Januar, Februar sind 3 Monate. 3 Monate, noch nicht mal ganz. Eigentlich 2,5 Monate ungefähr aktuell. Und so seit 2 Wochen ist wirklich eine Katastrophe. Mir sind, glaube ich, schon 4 Strähnen rausgefallen. Sie hängen alle nur noch irgendwie auf 7:30. Keine Ahnung, woran es liegt. Am Waschen liegt es nicht. Ich habe mich an alle Regeln gehalten. Kein Öl benutzt, kein Fett, nichts. Die Spülung nicht zu hoch. Das war es alles nicht. Sie fallen einfach Stück für Stück raus. Und ich mir sogar einen Kleberlöser mittlerweile geholt habe und mir gesagt habe, wenn ich jetzt noch mehr lösen sollte, werde ich auch den Rest rausmachen, weil es einfach mittlerweile so zerrupft aussieht, weil auch vorne gerade die Strähnen fehlen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Ponysträhne, meine Naturhaare, die gehen bis da. Und die nächste Strähne ist dann schon gleich die, die bis runter geht. Also es sieht echt im Moment nur noch kraus und wirr aus. Ich habe auch gleich am 1. März einen Termin gemacht von meiner lieben Marcelina, damit sie mir das irgendwie wieder rettet. Allerdings bin ich echt am Überlegen, ob ich sie mir direkt wieder reinsetzen lasse oder nur rausnehmen lasse. Einfach, weil ich nicht weiß, wie das mit diesem blöden Lockdown weitergeht. Denn bei meinem Talent geht es genau dann wieder los mit dem nächsten Lockdown. Oder er zieht sich noch so lange, dass ich wieder nicht weiß, was ich mit den Haaren anstellen muss. Und dann ist es dafür echt zu schade irgendwie. Und auch, weil ich ja außer der Videos, die ich für euch drehe, nicht viel draußen bin und mich eigentlich mit den schönen Haaren gar nicht zeigen kann. Vielleicht dann eher aufsparen und Richtung Sommer, weil sie ja sagte, so 3-mal bis 4-mal hochsetzen würden die Haare mitmachen. Dann sind sie irgendwann kaputt und ja. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Würdet ihr sie jetzt pausieren und rausnehmen einfach nur? Oder würdet ihr sie gleich wieder hochsetzen lassen? Schwierig. So, es gibt ja jetzt Kartoffelbrei, Kartoffelpüree, keine Ahnung, ob es da einen Unterschied gibt. Und Sauerkraut. Ja, das ist ein anderes als das, was ich sonst nehme. Eigentlich haben wir immer dieses, heißt das Weinsauerkraut? Aber irgendwie war das ausverkauft. Es war eh wieder super leer, die ganze Konservenabteilung. Und ja, jetzt werde ich es mit dem versuchen. Und Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das würzen muss. Ich mache es einfach mal irgendwie. Ich habe 2 Dosen, aber ich glaube, 2 wird zu viel, weil heute ja schon Freitag ist. Und jetzt morgen nicht arbeiten muss, brauche ich ihm auch nichts für die Arbeit vorzukochen. Das heißt, ich glaube, ich bleibe bei einem. Und dann habe ich ja noch, Moment,
Dann habe ich noch die Würstchen hier, die vegetarische Bratwurst. Die gibt es beim Aldi, die ist mega lecker. Die werde ich noch dazu machen. Ich habe 8 Stück. Ich weiß nicht, ob jeder 4 isst oder jeder 2. Puh, ich glaube, Nils macht immer die doppelte Menge. Also 8. Okay, also 1, 2. Und ja. Ich glaube, zuerst muss ich jetzt Kartoffeln schälen und kochen, oder? Ich glaube, das ist der Beweis, dass heute nicht mein Tag ist. Ah, kennt ihr so Tage, an denen irgendwie nichts läuft? Aber Nils läuft, der ruft an. Ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Also, die Kartoffeln kochen. Und das ist jetzt das Sauerkraut. Ich habe jetzt doch beide genommen, weil ich dachte, naja, dann können wir das am Sonntag nochmal aufwärmen. Hab da jetzt reingemacht so einen Block Butter. Und dann, Nils ist eben nach Hause gekommen, hat er mir den Tipp gegeben, pro Dose ungefähr ein Tütchen, also einen von diesen Quetschis reinzumachen, sprich Apfelmus. Dann soll wohl noch reinkommen Zucker und Zitrone gegebenenfalls, wenn das jetzt eben nicht nach Wein schmeckt, also nicht nach Wein, aber wenn die Säure irgendwie fehlt. Aber dafür muss das ja wohl irgendwie noch warm werden. Ich habe das jetzt auf 5, das tut sich nichts, das schmilzt im Moment nicht mal die Butter. Hier meine Haare, ne? Man sieht es hier auch und auch die Strähnen so insgesamt. Muss man ein bisschen gucken, da sieht man das schon? Nee, hier, ha, da habe ich eine. Die hängen schon echt mega, mega tief, also das würde ich schon sagen, ist gut rausgewachsen. Müssen wir jetzt unbedingt was dran machen. So, also, das tut sich was und hier kriege ich wieder Ärger von Nils, weil das nicht richtig auf der Platte steht. So, okay, ja, und, guck mal, wir hatten Mäuse. Eine kleine Maus namens Nils. Also ich habe ja keine Ahnung, ne? Aber es sieht irgendwie noch nicht matschelig aus. Nochmal ein bisschen Butter dazu gemacht, nochmal einen Schwups Milch. Okay, ich tue jetzt so, als hätte ich Ahnung von dem, was ich tue. Es wirkt immer professionell. Also, stampfen kann ich. Ich glaube, jetzt kommen wir der Konsistenz, die ich anstrebe, ein bisschen näher. Salzen muss ich noch, genau. Nils hat beim letzten Mal geschimpft, dass ich nicht gesalzen habe. Ich habe ja nur das Kartoffelwasser gesalzen. Und danach nicht mehr. Opa. So, ich stelle euch mal ab. Dann habe ich nämlich wieder 2 Hände Platz. Achso, und Memo an mich. Ich brauche keinen Suppentopf, um Kartoffeln zu kochen. So, ah, das sieht doch gut aus hier. So, keine Ahnung, wie viel Salz man nimmt. Ich mach mal so. Ich hoffe, ich versalze nichts, aber ihr wisst, dann ist es nur die Liebe. Wie war das? Verliebte Köche und so mit dem Salz. Da war doch was. So. Die sind fertig. Mein Sauerkraut kocht. Ich glaube, das soll und muss gar nicht kochen. So habe ich jetzt auf 1 runtergestellt. Zucker. Genau, stimmt. Wie gesagt, Zucker braucht man dafür. Und die Zitrone. Vielleicht sollte ich einfach mal probieren, oder? Oh, ihr wisst, ich hasse probieren. Ich kann auch eh nicht raus, was es braucht und was nicht. Jo, ich würde sagen, schmeckt nach gar nichts. Also dann würde ich auf alle Fälle schon mal den Rest hiervon reinmachen. Und dem Apfelquetschi. Boah, der Wein sonst macht es schon definitiv leckerer. So, dann kann da glaube ich auch noch Butter wieder mit rein. Dann war ich damit auch zu zaghaft bisher. So. Und wir machen jetzt einfach mal von allem ein bisschen rein. Erzählt mir jetzt das bitte nicht. Und gucken, ob das dann besser schmeckt. Wenn nicht, sage ich ihm, das war so. Spielt ihr mit? So, Zucker. Das war gerade der Saugroboter, der mir sagt, dass sein Akkustand niedrig ist. Den habe ich nämlich seit heute Morgen vergessen wegzuräumen. Deshalb ist das kein Wunder.
Wir müssen gleich noch die Würstchen in die Pfanne. Oh Gott, wie kriegt man das denn hin, dass das alles zeitgleich fertig wird? Taste-Test Nummer 2, um es jetzt im YouTube-Deutsch zu sagen. Ja, also schmecken tut es immer noch nicht. Ich hole mal noch so ein Apfelding. Moment. Ich weiß nur nicht, was jetzt noch fehlt. Ich glaube, ich lasse das Sauerkraut so und dann soll nichts mir sagen, was er da meint, was noch besser schmecken würde. So, und daneben im Hintergrund habe ich jetzt schon mal die Pfanne heiß. Ja. Da muss man damit runterstellen, ne? Mach mal auf. Wie gesagt, das ist immer noch fertig. Das ist so, dass ich zufrieden bin. Und auch die Würstchen sehen langsam gut aus. Nee. Mal nochmal auf die Seite vielleicht drehen. Und die letzte, die fehlt. Okay, einen Schluck weiter. Und dann gibt es gleich Abendbrot. Hoffentlich. Bitte. Nein. Soll ich mal das Sauerkraut probieren? Ich habe gehört, das ist eine Schwierigkeit für dich. Ja, aber da ist fast nichts drin, Schatz. Okay, was denn da drin? Gar nichts. Ja, probier. Wenn du dich traust. Klar. Viel ganz viel Zucker. Ansonsten schmeckt's cool. Da habe ich ungefähr ein Achtel von drin bisher. Ja, du wirst gleich merken. Das ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Echt jetzt? Hast du einen Schlag Butter drin? Ja. Oh. An Sauerkraut kann relativ viel Zucker. Dann schmeckt es richtig geil. Ich habe übrigens gegen Bauchweh habe ich die einmal auf Seva ja, zum sehr gut. Tropfen. Kartoffelpü sieht geil aus. Ja, ne? Ja. What? Da ist ein halbes Kilo Zucker dran gleich. Das gehört so. Dann ist das ja ein Nachtisch. Ja. Aber du wirst gleich merken, wenn du es probierst. Schmeckt es besser als mein. So, na, was heißt besser? Ja, bitte. Das schmeckt dann so, wie du es magst. Das ist ein doofes Argument. Nein. Jetzt bestimmt richtig gut. Vorsicht, noch heiß. Heiß. Warte. Ich muss die Kamera drehen. Musst du mal für mich. Ja, das ist ein bisschen süß. Ist okay. Also, der Profi, sprich ich, hätte es anders gemacht. Nein, das ist mega lecker. Aber ich muss auch irgendwas sagen, um zu meckern. Ich finde das halt genau richtig Säure-Süße. Säure-Süße. Aber soll ich dir auch noch eine Süße zeigen? So, ich muss sie noch ausziehen. Ausziehen. Alle her. Klopp. Manchmal. Zumindest kurz und manchmal. Tada! Mops auf den Kopf. Oh Gott! Keine Vorwärtsrolle. Nein. Vielleicht kotzt sie dich an. Kotzt du? Nein. Die ist so schmerzerprobt. Die ist wie Emma, immer liebt vorwärts rollen. Hast du Hunger mitgebracht, mein Schatz? Ja. Nackt auch. Yay! So, dann gibt's Abendbrot! Yay! Was ist das hier? Ich hab grad beschnüffelt. Und abgeknutscht. Von einer fremden Frau. Oh Gott, Lotti, von einer fremden. Achso, ist nur Lotta. Hat es dir geschmeckt, mein Schatz? Ja. Lotta, dir auch? War das Kartoffelpüree lecker? Ja. Okay. Dir hat es geschmeckt, Schatz? Ja.
Konnte man essen? Ja. Ja, sieht man, hat gut geschmeckt. Ja. Bauch ist voll. Ja, nein. War gut. Darf ich das nochmal machen? Ja. Mehr Zucker habe ich gelernt. Ja. So, und hier ihr 1, 2, 3 Mäuse und 4 Mäuse. Jetzt alle nochmal ein Naschi zum Abend und dann schmeißen wir uns aufs Sofa? Ja. Ein Eis für dich? Ja. Was denn? Was Leckeres. Was Leckeres. Unser schön aufgeräumtes Tiefkühlfach, ne? So. Opa. Dreimal Eis. Und es ist und bleibt einfach so, das allerbeste Eis gibt es bei Lidl. Wir haben jetzt alle Supermärkte und Discounter durch. Das Lidl-Eis ist das allerbeste. Das hier ist mega geil, das ist mega geil und das mag ich jetzt noch. Also meine beiden Favorites sind die und Nils liebt das noch dazu. Ich glaube, Lotta spielt im Flur gerade mit der Nase. So, das heißt, ich werde das jetzt einmal schnell für uns noch fertig machen und ein bisschen schick machen, ne? Ich habe das falsche Eis. Mir wurde das gegeben. Du hast meins. So. Okay. Weil ich habe doch, ich habe hier doch. Und ich habe die Klonschüssel. So, wir werden jetzt unser Eis genießen und dann Feierabend. Ja, und unser Wochenende. Ja, Wochenende. Yes. Denn das ist immer die schönste Zeit. Und wir haben morgen was Spannendes vor. Ja, was Schönes, was Spannendes. Wollen wir es erzählen? Nö. Nee, doch nicht. Erzählen wir euch irgendwann mal. Genau. Und wir wünschen euch jetzt auch einen wunderschönen, entspannten Abend, Tag, was auch immer, wann ihr dieses Video seht. Denkt dran, hinterlasst uns einen schönen Kommentar. Einen Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr mögt. Und Glocke aktivieren, ganz yay, unten. Genau. Ja, und wir genießen jetzt, wie gesagt, den Feierabend und sagen bis dann! Ciao, ciao!